Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day of a Tentacle. Nun müssen wir versuchen, vor dem verrückten Dr. Tentacle, der da draußen rumläuft mit seinem komischen Schrumpfstrahler, vor dem müssen wir jetzt irgendwie fliehen, beziehungsweise ihn K.O. hauen oder was auch immer. Okay, dann schauen wir mal, können wir vielleicht hier weiter rein? Oh, da ist er. Hoffentlich bemerkt er uns nicht. Ich würde ihn jetzt anreden, aber ich glaube fast, wenn wir ihn jetzt anreden... Vielleicht sollte ich den statischen Phrasendynamo rejustieren. Von was redest du? Naja, er wird uns wahrscheinlich bemerken. Also, schnell reinschleichen. Oh oh. Gesagt, getan. Shit. Nimm das! Und das! Mist. Fail. Vielleicht sollte ich den statischen Phrasendynamo rejustieren. Tja. Wieso schießt er eigentlich immer auf den Kopf? Naja, egal. Okay, ich weiß es halt noch von früher, dass wir hier durch müssen. Das heißt, ja, weil wir halt so klein sind, passen wir jetzt da durch, weil andersrum würden wir halt nicht reinkommen. Und hier, klasse Plakat. Metal Mel. Ja. Oh. Und wir sind wieder groß. Gut, dann schnappen wir uns gleich die Bowlingkugel hier. Weil das weiß ich auch noch. Nein, die Welteroberungspläne brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann öffnen wir die Tür. Hoffen, dass wir ihn irgendwie jetzt umgeben können. Und dann müssen wir, soweit ich weiß, in den Keller. Hey! Wo ist der hin? Ach, wir müssen gar nicht drumherum schleichen. Das erleichtert natürlich vieles. Komm, hopp, hopp, hopp. Dupti-dupti-du. Und nach unten. Gut. Oh, schauen wir uns die hier mal an. Beeindruckende Dreiecksformation. Okay, ich dachte, es würde jetzt einen Zaunpfahl-Hinweis, Mast-Hinweis geben, kein Zaunpfahl, aber egal. Dann, ja. Ich weiß es schon, ihr seht es auch schon, ihr werdet euch denken können, was machen wir? Wir spielen Tentakel-Bowling! Strike! Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Hi, ich bin Ted. Schon wieder auf die den Kopf. Die Menschlinge zählt einfach nichts. Ich frag mich gerade, ist das so ein Hedgehog-Fanatiker, weil er einem so richtig immer auf die Birne schießt, aber... Haut ruhig ab, egal. Ihr kriechenden Insekten! Okay, ich glaube, wir können jetzt eh nicht viel machen. Ich glaube, wir müssen mit dem reden, ihn irgendwie dazu bringen, sich selber zu schrumpfen. Also, was hast du gegen die Menschen? Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding und wir sind wieder groß. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wir müssen jetzt die Welt retten. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Nein, das mache ich ein andermal. Ja? Das verstehe ich. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Okay, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich wieder, wenn ich das Ganze wieder vorlese. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? That's what she said. Ja, was? Nein, danke. Das können wir uns nicht leisten. Ich möchte, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Warum zappst du nicht Dr. Fred, wenn du ihn so hast? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Naja, im Monkey Island hätte das funktioniert. Naja, dann befreien, gucken wir, dass wir ihn wenigstens hier befreien. Vielleicht kann der irgendwas machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß.
Oh. Fail. Können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Oh nein, bloß nicht! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Weiß gar nicht, können wir Tentakel in Sibirien überleben? Und wir haben es geschafft! Wir haben die Welt gerettet, Leute! Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Epilog. Tja, Kinder. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Er hat eine Idee. X-Ray. Ja. Wie es aussieht. Idioten, es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Oh, da werden sie rollen. Das ist ihnen peinlich. Oh. Wie das aussieht. Der starrt sie böse an. Geil. Wie sie grinst. Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. So, und das war's jetzt hier mit dem Hissen der amerikanischen Nationalflagge. Gott schütze Amerika. Ja. Das war schon ein kleiner böser Seitenhieb, diese Flagge. Ich lese jetzt nicht alles vor, was hier kommt. Was zum Spiel sagen, ja. Also, ich hatte eigentlich erwartet, dass das. Ja. Outro, nee, das Finale. Dass das Finale eigentlich länger dauert. Ich hatte das länger in Erinnerung. Naja. Aber generell hat mir immer Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Vor allem das Let's Playen, das war jetzt mein erstes. Nach Part 19, glaube ich. Weiß gar nicht, 18 oder 19 sind wir hiermit. Weiß gar nicht, ob es jetzt länger als 10 Minuten überhaupt gewesen sind. Na, ich werde es dann letztendlich sehen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, ihr denkt euch, okay, den kann man sich nochmal angucken. Schaut euch dann meine nächsten Let's Plays an. Für diejenigen, die sich die Ankündigung mal angeschaut haben, und sich jetzt fragen, oh Gott, du hast schon vor Wochen gesagt, dass du... Ach Gott, nochmal von neu. Bevor ich jetzt auch irgendwelchen Kram zusammen laber, nein. Oh Mann. Junge, hör auf damit. Wieso hast du noch nicht Assassin's Creed Let's Played und Command & Conquer 3 und so weiter? Du hast doch alles angekündigt vor über einem Monat schon und so weiter und so fort und bla 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 und bla bla bla. Das gibt ein kleines Problem und zwar zig Fraps rum. Und zwar möchte er meine Stimme aufnehmen mit dem Headset, aber nicht den Ingame-Ton. Würde er den Ingame-Ton aufnehmen, aber nicht meine Stimme, hätte ich damit kein Problem, weil dann könnte ich das mit dem Extra-Programm noch aufnehmen, aber irgendwie geht Ingame-Sound nur mit dem Extra-Programm nicht. Und hier sehe ich gerade Hinweis für Seemöwe und Sam und Max. Weil die Möwe ist ja auch aufgetaucht, wem so aufgefallen ist, die Möwe aus Loom. Die ist schon seit Ewigkeiten da aufgetaucht. Oh. Oh mein Gott! Nein! Hilfe! Ja. Und, naja, also... Assassin's Creed muss ich jetzt mal schauen. Ich hoffe mal,
Ihr drückt mir die Daumen, dass ich das mal schaffe mit Fraps. Ansonsten nehme ich eventuell dann mit dem Mac-Mikro auf, dann habt ihr halt nicht so eine tolle Stimmquali, sondern eher so ein bisschen Hall drin und so weiter, wo man dann hört, wie groß der Raum ist, in dem ich bin, worauf ich auch nicht wirklich Lust habe. Naja, aber dann besser als gar nichts, weil dann klappt es ohne Probleme. Und was ich auf jeden Fall auch machen werde, dann mit Headset, weil es auf meinem Laptop ist, das ist Prey. Und zwar, das ist mein nächster Let's Play-Titel, den ich dann noch nicht angekündigt habe bis jetzt, aber den ich wahrscheinlich noch vor Assassin's Creed anfangen werde. Das ist ein Science-Fiction-Shooter. Wer ihn kennt, kennt ihn. Wer ihn nicht kennt, wird ihn kennenlernen und wird sich mal hoffentlich auch ein bisschen über die Fortsetzung Prey 2 informieren, die jetzt gerade bei der Gamescom, glaube ich, auch vorgestellt wurde und die auch gar nicht so schlecht zu sein scheint. Zu Prey sage ich eigentlich jetzt nicht mehr viel. Das werdet ihr dann beim Intro von meinem Let's Play hören, also vom nächsten. Und ich verabschiede mich jetzt mal von euch. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Ciao.